Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Lieber Herr Rainer Michael Lehmann, Sie haben ja vollkommen recht. Die Probleme sind sicherlich nicht neu. Das Problem ist, dass Sie die Probleme nicht gelöst haben. Der Antrag der Grünen ist im Allgemeinen gut gemeint. Miteinander reden, wenn es Probleme gibt, finde ich auch gut, Frau Kahlefeld. Er zielt auf die Abhängigkeit der Fördernehmer von den Senatsverwaltungen ab. In öffentlich geförderten Projekten gibt es Probleme, Verbesserungspotenziale und Klärungsbedarfe, wie in allen anderen Projekten. Das ist gewiss. Die Frage, die der Antrag in den Vordergrund rückt, ist folgender. Wie können wir sicherstellen, dass Empfänger öffentlicher Fördermittel Probleme und Potenziale zum Ausdruck bringen können, ohne eine spätere Benachteiligung bei der Vergabe von Fördermitteln befürchten zu müssen? Das Problem, das in dem Antrag zum Ausdruck kommt, ist wichtig und verdient unsere erhöhte Aufmerksamkeit. Der Lösungsvorschlag, der im Antragstext ebenfalls enthalten ist, sieht eine vermittelnde Stelle vor, die unabhängig von den jeweiligen Senatsverwaltungen agiert und die berechtigten Forderungen beider Seiten vermittelt. Diese unabhängige Stelle soll somit die Interessen der Projekte vertreten und bei berechtigten Forderungen der Verwaltung auch vermittelnd auf die Initiativen zugehen. Eine ehrenamtlich arbeitende Ombudsfrau oder Ombudsmann, der lediglich die Materialkosten zur Verfügung gestellt bekommt, soll diese Aufgabe nach Vorstellung des Antragstellers lösen können. Die Ombudsperson soll zudem mit der Befugnis ausgestattet werden, sich schriftliche und mündliche Informationen in den Abteilungen einzuholen und Vorgänge im Rahmen der Projektförderung zu prüfen. Eine vermittelnde Stelle ist notwendig. Aus der Praxis erfahren wir von Fördernehmern immer wieder, wo der Schuh drückt, dass Projekte in der Praxis Reibungspunkte erfahren und im Anschluss überarbeitet werden müssen, ist völlig unumstritten. Die Frage ist, welche Mittel angemessen sind, um einen derartigen Austausch zwischen den entsprechenden Senatsverwaltungen, der Senatsverwaltung und Fördernehmern auf Augenhöhe zu organisieren. Zuallererst sollten wir dafür Sorge tragen, dass die Vergabeverfahren transparenter gestaltet werden. Ein transparenter Umgang mit den Vergabepraktiken wird fraglos dazu führen, dass Probleme und Konfliktpotenziale dort behoben werden können, wo sie auch entstehen. Der Vorschlag einer unabhängigen Ombudsstelle geht in die richtige Richtung. Wie meine Kollegin Elke Breitenbach jedoch bereits in der Ausschusssitzung zutreffenderweise formuliert hat, haben Ombudsstellen in der Praxis kaum Rechte. Die rechtliche Verbindlichkeit unabhängiger Ombudsstellen muss weiterentwickelt werden, damit ihre Empfehlungen in der Praxis auch tatsächlich umgesetzt werden. Trotz des Verbindlichkeitsdefizits haben uns Ombudsstellen aus anderen Bereichen in den vergangenen Zeit jedoch auch verdeutlicht, dass sie hilfreich sein können, so beispielsweise im Falle einiger Jobcenter. Diese Erkenntnisse haben auch innerhalb unserer Fraktion zu einem Umdenken geführt. Deshalb unterstützen wir den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und werden diesem Antrag heute zustimmen. Vielen Dank.